2%, jeder Dritte davon blieb wegen einer Grippe oder anderer Atemwegsinfekte zu Hause, dass im Februar der höchste Krankenstand erreicht wird. Ist normal, doch selbst im Vergleich zu den vier großen Grippewellen des vergangenen Jahrzehnts in den Jahren 2009, 2013, 2015 und 2017 liegt der diesjährige Wert laut dem BKK mit Abstand an der Spitze. Die höchsten Krankenstände hatten demnach Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie die ostdeutschen Bundesländer. Am wenigsten von grippalen Infekten betroffen waren Hamburg. Kopf- und Gliederschmerzen bei einem grippalen Infekt hingegen einer normalen Erkältung also, kündigt sich die Erkrankung eher durch erste Symptome wie Niesen und ein leichtes Krankheitsgefühl an. Ärzte raten, sich nach einer überstandenen Grippe richtig auszukurieren. Das Immunsystem sei dann noch deutlich geschwächt. Quelle: ntvde.